In dem heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr ein iPhone-Screenshot machen könnt, ohne die Buttons am iPhone nutzen zu müssen. Wenn ihr einen Screenshot am iPhone machen wollt, müsst ihr normalerweise den Home-Button und den Power-Button kurz drücken. Ist davon aber einer defekt oder ihr möchtet auch ohne Button Screenshots machen, zeigen wir euch, wie das geht. Geht einfach in die Einstellungen, dann unter Allgemein, Bedienungshilfen und geht runter zu Assistive Touch. Aktiviert dies und ihr seht, dass hier ein kleiner Kreis kommt. Das ist Assistive Touch. Drückt ihr dort nun drauf, könnt ihr hier unter Gerät gehen, mehr und nun ganz einfach ein Bildschirmfoto machen. Wie ihr seht, verschwindet auch der Kreis, somit macht ihr einfach nur ein Screenshot von dem Screen ohne die Assistive Touch Einblendung. Dies funktioniert in jeder beliebigen App. Einzig störend dabei ist natürlich, dass Assistive Touch dann immer anwesend ist. Die Screenshots findet ihr dann ganz einfach in der Fotos-App. Wir hoffen, das konnte euch helfen. Falls ihr keine weiteren iPhone-Tricks verpassen wollt, dann abonniert diesen Channel, geht auf unsere Homepage www.iphone-tricks.de oder download direkt unsere App. Wir wünschen euch dann noch viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!